und herzlich willkommen bei Laverne TV. Ja, nun ist die Schonfrist für den Pitti vorbei. Jetzt wird gearbeitet. Aber der Pitti freut sich ja schon riesig darauf, den ersten Oldtimer zu reparieren und Roland seine Schrauberkünste zu zeigen. Roland hat einen Tagesplan für den Pitti aufgestellt. So weiß er, was zu tun ist und muss den Roland nicht ständig fragen. Es geht doch nichts über selbstständiges Arbeiten. Der Vorteil, man hat freie Zeiteinteilung, natürlich auch freie Arbeitseinteilung und kann sich voll auf seine Arbeit konzentrieren. Und so findet jeden Mittag eine Lagebesprechung statt, damit hier keiner planlos durch die Gegend läuft. Und jetzt geht's los. Bis gleich. So, Pitti, wollen wir heute mal richtig losklotzen? Ja, klar, Roland. Einklotzen. Warte ich schon die ganze Zeit. Ja, kannst gar nicht abwarten. Pass auf, ja, wir haben viel Arbeit. Ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Und zwar, die sechs Saarländer. Es kommt sechs Saarländer die Woche. Oha, ja, sechs Saarländer. Ins Ferienhaus. Mhm. Die machen da Urlaub. Und hinten dran der Rasen, der muss gemäht werden. Der muss gemäht werden. Ganz wichtig, ja. Weil er ist schon so hoch. Ne? Ja, ja. Okay, nächster Punkt. Ganz leicht, ist ganz einfach. Ganz einfach? Ja. Okay, dann muss ein Rad gewechselt werden. Von einem kleinen Auto in der Halle. Mhm. Das Rad gebe ich dir noch. Das ist ja auch nicht schwierig, nein. Ganz kleiner Auto, ganz kleines Auto. So Mini. Mini-Auto. Ja, das schaffe ich auch. Ja. Schaffst du auch gut. Ein Rad gewechselt werden. So, und dann muss, ganz wichtig auch, im Hühnerstall liegen Räder. Da kannst du schon mal anfangen, die müssen da raus. Ja, ja. Die, einfach die Räder raustragen. Raustragen und nebendran in den Schuppen. Da ist ein kleiner Schuppen, da musst du nebendran. Ja, mach ich. Ich zeige dir noch wo. Ne? Ja, ja. Ja, und was noch ganz wichtig ist, halt der J7. Ne? Ja, der J7. Weißt du, was ich meine? Der rote hier vorne. Das kleine rote Buschen da unten. Ja, ne? Ja. Der muss gewaschen werden. Aha. Der muss gewaschen werden. Ja. Und warum muss der gewaschen werden? Weil er in eBay kommt. Ja. Kommt in eBay. Ja. Und da müssen wir Marina-Fotos machen, also Fotos mit Marina, das machst du. Das mache ich? Oh, da freue ich mich aber schon drauf. Ne? Ja. Da habe ich nämlich meine Ruhe mal ein bisschen, ne? Ja. Kann ich mal Ruhe, mein Tisschen Kaffee trinken, ja. Und dann kannst du loslegen. Ne? So, der Rasen ist schon mal gemäht. Und dann hat er noch gesagt, ach so, ja, ich soll das Grünzeug wegfahren. Da hinter die Halle. Mache ich das mal. Ich nehme das hier. Das ist er schon wieder. Was habe ich denn erschrocken? Pitti, kannst du auch eine 7 haben? Die 8 ist verkauft. Also die 8 hätte ich jetzt genommen, ja? Und die 7 will ich aber nicht haben. Jetzt muss ich weitermachen. Ich habe auch viel zu tun. Boah, was ist das warm. Was hat er jetzt noch gesagt? Ach, das Auto waschen und die Galeriefotos mit Marina. Jetzt, mach mal so. So? Ja, so. Und jetzt mach mal so. Ja, genau. Mann, Räuberling. Das sind viele, viele Reifen. Ich fange mir an. Jetzt muss ich noch den Reifen wechseln. Dann bin ich fertig für heute. So, ich brauche einen Wagenheber. So geht das doch gar nicht. Räuberling, wo ist denn der Wagenheber hier? Oh Mann, ey. Ich finde hier keinen. Was mache ich denn jetzt, Räuberling?
Da kenne ich doch hier. Häuberin, wir haben die Idee. Weißt du was? Das Ding, das mache ich da einfach dran. Hier. So. Und genau, da ist ein Haken dran. Und den ziehe ich den da einfach hoch. Boah, geschafft. So. Jetzt kann ich wenigstens im Stehen arbeiten. Das Rad muss hier dran. Na, Piti, auch endlich fertig? Ja, Roland, oh, ich bin total fertig. Oh, was habe ich heute geackert? Oh, du auch? Ja. Oh, heißt nicht umsonst Arbeitsurlaub. Der arme Piti, der tut mir so richtig leid. Unsere Sendezeit ist leider schon wieder vorbei. Das nächste Mal wird Piti und der Roland alle Vorbereitungen treffen für die große Versteigerung am Sonntag, den 19. Mai. Wir wollen uns auf französische Fahrzeuge spezialisieren und da wir eine Menge Nicht-Franzosen hier stehen haben, planen wir eine Versteigerung natürlich aller Nicht-Franzosen hier in La Vinière vom 18. bis 20. Mai. Genauere Details findet ihr zum Nachlesen in unserer eBay-Anzeige. Und jetzt kommt wieder unsere Wetter-Nachhersage. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Bis nächste Woche Freitag. Hallo und herzlich willkommen in unserer Wetterstation. Wie war das Wetter? Also ich habe jeden Sonnenstrahl genossen. Aber es gibt ja schon wieder Leute, denen das alles viel zu warm ist. Da frage ich mich echt, war es nicht kalt genug? Also ich brauche keine Klimaanlage in meinem Auto. Ich will den Sommer spüren. Aber sowas bleibt ja nicht ungehört. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bonjour, hier Cricri, die Kongo-Maus, Otemar-Maus. Ich habe schon, wie ihr seht, ein wenig mehr Sympathie zu dem kleinen Piti. Hoffentlich bleibt er noch eine Woche. Und er hat mir einen Kopfschmuck von sich gegeben, wie ihr seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Au revoir.